Leb wohl, lieber Bilbo. Weiter geht's mit Folge 33 von 5 Minuten Der Herr der Ringe. In dem der erste Teil der Trilogie chronologisch in 5 Minuten Abschnitte geteilt wird, um diesen dann auf Lore-Hintergründe, Filmfehler, spannende Details und kuriose Fakten zu prüfen. Diese Folge analysiert dabei Minute 165 bis Minute 170. Wenn ihr also keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert diesen Kanal sehr gern für mehr. Los geht's! Einen Ring der Macht zu tragen bedeutet, allein zu sein. Starten wir in Lorien bei Frodo und Galadriel. Nach dem Blick des Halblings in den Spiegel der Elbin vermag diese nun Frodo ein besonderes Geheimnis anzuvertrauen, denn obwohl die mächtige Elbin und der kleine Hobbit wohl nicht unterschiedlicher sein könnten, verbindet sie dennoch ihr Schicksal, denn beide tragen einen Ring der Macht. Und so wird Frodo nun der erste Sterbliche, der von Galadriel persönlich Nenya offenbart bekommt. Das ist Nenya, der Ring aus Adamant. Und ich bin sein Hüter. Einst von Celebrimbor im Jahre 1500 des zweiten Zeitalters heimlich und ohne das Wissen von Sauron in Eregion geschmiedet, verbindet der Ring aus Mithril und Adamant die Macht Galadriels, um die Truppen des Bösen seit Jahrhunderten aus ihrem Reich fernhalten zu können und verhindert den Einblick Saurons in dieses Elbenreich. Im Buch beschreibt Galadriel den Ring als eine Art verschlossene Tür für den dunklen Herrscher und zudem unterstützte der Ring die Machtübertragung der Elben auf Wasser, wie zum Beispiel in ihrem Spiegel oder auch ihrer Fiole, das Licht Eärendils. Selbst der Kleinste vermag den Lauf des Schicksals zu verändern. Neben Nenya, der von Galadriel gehütet wurde, trugen ebenfalls Elrond mit Vilja und Gandalf mit Narea zwei weitere mächtige Vertreter des Guten in Mittelerde die elbischen Ringe. Und auch wenn Sauron über die Jahrtausende nach dem Schmieden dieser mittlerweile vermutet, dass es Ringe der Macht gibt, die ihm damals verborgen blieben, sind diese ein wichtiger Bestandteil, um der Macht des dunklen Herrschers entgegenzuwirken, da er eben keinen manipulativen Einfluss auf diese besitzt. Weißt du, wie die Orks zum ersten Mal das Licht der Welt erblickten? In der nächsten Szene springen wir nun nach Isengard zu Saruman, der Lotz seinen Uruk-hai-Hauptmann in den Orthanc berufen hat, der übrigens im elbischen Sindarin übersetzt Gabelhöhe bedeutet, da die Spitze an das zackige Essbesteck erinnert. Nun aber zurück zu der Frage Sarumans, der im Film nun dem Uruk erklärt, dass einst Elben vom dunklen Herrscher gefangen, gefoltert, unterjocht und verstümmelt wurden. Ihr Wille wurde dadurch gebrochen und sie wurden zu Orks. Mit dem dunklen Herrscher ist hier jedoch nicht Sauron, sondern Morgoth gemeint, denn diese Art Orks zu erschaffen wird bereits im ersten Zeitalter unter seiner Schreckensherrschaft beschrieben. Im Film wählte man hier die wohl am weitesten verbreitete und vor allem aktuelle Auffassung der Entstehung von Orks und ließ diese in den Sprechtext von Saruman einfließen, auch wenn diese nach Tolkien eigentlich gar nicht so eindeutig und gänzlich geklärt ist. Denn auch gibt es Meinungen, dass die Orks menschlicher Abstammung bzw. bereits eine verdorbene Kreuzung von Mensch und Elb oder lediglich wilde Tiere sind. Wem hast du die Treue geschworen? Saruman! Diese gesamte Sequenz zwischen Saruman und Lurz ist dabei natürlich reine Interpretation von Peter Jackson und seinem Team, denn Lurz kommt in der Buchvorlage eigentlich nicht vor. Das Hinzunehmen des Uruk-hai-Hauptmanns ist jedoch meiner Meinung nach alles andere als störend. Ob das die Maskenbildner auch so sahen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Denn um den Schauspieler Lawrence Makuare, der neben Lurz ebenfalls den Hexenkönig von Angmar und die Orks Gothmog und Bolg verkörpert, als blutrünstigen Uruk-hai darzustellen, vergingen vor jedem Drehtag 12 Stunden in der Maske. Die damit nach der Trilogie zur aufwendigsten Maske dieses Filmprojektes gekürt wurde. Nicht selten schlief er währenddessen, denn der Beginn des Szenendrehs war häufig um 8 Uhr früh. Das bedeutet, dass man sich am Vorabend gegen 20 Uhr traf, um den Schauspieler vorzubereiten. Und als wäre das noch nicht aufwendig genug, beschloss man spontan während des Drehs dieser Szene mit Saruman im Orthanc blutige Sabber dem Uruk-hai vom Kinn laufen zu lassen, um dessen Aggressivität und Tödlichkeit zu symbolisieren. Im Endeffekt verband man dann diese Aufnahmen miteinander und so landeten dadurch nun Szenen mit und ohne Blutfaden in der Endfassung des Films.
In der nächsten Sequenz werden nun Lurz und seinem Urukai-Gefolge Rüstungen angelegt und Waffen ausgehändigt. Zudem sieht man hier zum ersten Mal das Zeichen der Weißen Hand Sarumans. Der Zauberer symbolisiert dadurch seine klare Abgrenzung zu den schwarzen Uruks von Mordor und Sauron. Und zudem steht die gespreizte weiße Hand für einen korrumpierten Geist. Ob der Istar damit auf sich selbst abzielt oder auf seine Diener, ist jedoch unklar. Und in genau diesem Filmabschnitt fehlt außerdem eine ziemlich interessante Szene, die zeigen sollte, wie Lurz sich den Posten als Oberhaupt von Sarumans Truppen erkämpfte und noch dazu die Feindschaft zwischen Urukai und Ork darstellen sollte. Denn hier sollte es eine Art Musterungsszene geben, in der Saruman gefolgt von seinem Ork-Hauptmann die Urukai-Soldaten und dessen Ausrüstung besichtigen. Hier scheint es jedoch irgendwie eskaliert zu sein, denn der Hauptmann der Uruks packt den Hauptmann der Orks kurzerhand am Hals und bringt ihn um. Eine Sequenz, die in der Endfassung des Films jedoch fehlt. Womöglich war es dem Team um Peter Jackson letztendlich dann doch zu viel Eigeninterpretation. Auf euch wartet Menschenfleisch! Mit diesen Worten schickt der weiße Zauberer nun seine Urukai Richtung Osten, in die Nähe des Anduin, um so den Weg der Gemeinschaft gen Mordor abzuschneiden. Und damit beginnt die Jagd nach den Gefährten, die derweil bereits in die Elbenmäntel Loriens gesteckt werden, welchen man nachsagt, dass man mit ihnen den Blicken unliebsamer Augen entfliehen kann, da sie sich durch einen elbischen Zauber perfekt an die Umgebung des Trägers anpassen können. Übrigens, ein Shot zuvor nähert sich auch Galadriel den Gefährten am Ufer, auf der anderen Uferseite hockt dabei jedoch tatsächlich noch ein Mitglied aus der Filmcrew. Lembas, elbisches Wegbrot. Die nächste Szene markiert dabei mittlerweile den Morgen des 16. Februars 2019, als die Gemeinschaft sich für den Aufbruch aus Lorien vorbereitet und die Elben sie mit allerlei Geschenken für den Weg überhäufen. Darunter auch Lembas oder auch Lebensbrot genannt. Tolkien beschreibt dabei das Wegbrot als eine Art dünner Keks und sehr schmackhaft. Selbst der sonst so mürrische Gimli wurde schnell zum Liebhaber des Gebäcks, auch wenn er es zunächst für Kram hielt. Das ist das Reisebrot der Menschen aus Tal, welches er nur zu gut kannte, jedoch eher trocken und fad schmeckte. Ein Bissen des Lembas jedoch vermochte einen Reisenden für einen langen Tagesmarsch zu stärken. Es ist ungewöhnlich, dass sich Orks am helllichten Tag fortbewegen, doch diese haben es getan. Celeborn teilt in dieser Szene nun Aragorn mit, dass die Uruks aus Isengard gesichtet wurden und welche Gefahren westlich und östlich des Anduin auf sie lauern. In der Buchvorlage hingegen wissen die Gefährten trotz Überlegungen seit des Vorabends zu diesem Zeitpunkt lediglich nur, dass sie allesamt Richtung Mordor weiterfahren wollen. Das Ziel auf dem Anduin ist selbst bei dem Aufbruch aus Lorien jedoch noch nicht ganz klar. Vor allem Boromir ist natürlich der Auffassung, dass es nur einen Weg geben kann und dieser führt vor den Wasserfällen des Rauros ans westliche Ufer und nach Minas Tirith. Der kürzere Weg und das eigentliche Ziel der Gemeinschaft ist jedoch Mordor und diesen Ort erreicht man nur über das östliche Ufer. Aragorn als Anführer dieser Unternehmung lässt die Wahl des Weges im Buch also vorerst offen. Mein Geschenk an dich, Legolas, ist ein Bogen der Galadriel. Neben der Wegzehrung und Kleidung gibt es hier nun jedoch noch weitere individuelle Geschenke, die gegeben von Galadriel und Celeborn einen ungleich höheren Wert für jeden der Gefährten haben. So erhält Legolas einen Bogen der Galadrim mit Köcher und Pfeilen, größer und handfester als sein vorheriger aus dem Düsterwald und gespannt mit einer Sehne aus blondem Elbenhaar. Anders als im Film erhalten Merry und Pippin keine Dolche, sondern schmale silberne Gürtel, die mit goldenen Blüten verziert ein ehrenvolles Geschenk Loriens sind. Ihr habt nicht zufällig noch so einen Dolch? Was Sam betrifft, erhält der Hobbit neben richtigem echten Elbenseil im Buch zudem ebenfalls einen kleinen Holzkasten mit einem G darauf, welches für Galadriel steht. Darin findet der Hobbitgärtner besonders fruchtbare Erde aus dem Obstgarten der mächtigen Elben und kann es kaum erwarten, diese im Auenland zu verstreuen. Boromir bekommt im Film übrigens kein spezielles Geschenk von Galadriel und Celeborn und ist damit der einzige der Gefährten. Nach Tolkien erhält er jedoch in der Buchvorlage einen Gürtel aus reinem Gold. Die besonderen Geschenke für Gimli, Frodo und Aragorn müssen jedoch noch etwas auf sich warten, denn hier erreichen wir ebenfalls die 170-Minuten-Grenze. Das bedeutet, jetzt seid ihr dran, Freunde.
Wie findet ihr diesen Filmabschnitt und welche Details habt ihr dazu noch auf Lager? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.